Ich darf euch heute Morgen ganz recht herzlich hier in Weingart am Feuerwehrhaus begrüßen. Eure erste Station von vier, also ihr habt noch ein bisschen was vor uns. Wir haben heute die Möglichkeit, euch zwei Komponenten aus dem Landesverband vorzustellen. Einmal eine Einheit, die es jetzt ganz frisch im Aufbau gibt, unsere Ordnungskomponente. Zum anderen haben wir extra aus dem Schwäbischen importieren müssen. Zu unserem Wasserrettungszug zugehörige Strömungsrettungsgruppe. Die gibt es nur 10-mal so in ganz Baden-Württemberg und wahrscheinlich in ganz Deutschland auch nur 10-mal. Also heute über unsere ganze Bevölkerungsschutzeinheit des Landkreises Karlsruhe, Feuerwehr, DRK, Malteser, ASB, alle, die zum Bevölkerungsschutz dazugehören, auch die DLRG, machen heute eine Verlegungsübung mit vier Stationen. Einmal hier bei uns in Weingarten für die DLRG, in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, beim THW in Karlsruhe und im Bevölkerungsschutzlager in Ettlingen. Und dort werden die Mannschaften dementsprechend einmal in besondere Gegebenheiten der einzelnen Organisationen, die Gerätschaften sowie auch bevölkerungsschutztechnisch, sage ich mal, fortgebildet. Und das geht der ganze Tag mit einer Verlegeübung. Das heißt, die ganzen Züge wechseln im Prinzip die Standorte durch den ganzen Landkreis und bekommen dort dann auch wieder ihre Aufgabe gestellt. Viele Einheiten sind neu erstellt worden. Das heißt, die üben zum ersten Mal in dieser Konstellation. Und das ist natürlich dann auch so die erste Erfahrung. Funktioniert es mit der Alarmierung? Funktioniert die Abfolge der Fahrzeuge? Wie ist die Zugführung? Ja, und das wird heute im Prinzip der ganze Tag über geübt. Also heute findet der große Pressetermin statt, dass auch die Öffentlichkeit letztendlich über die Presse informiert wird, über die Tätigkeiten der einzelnen Organisationen, natürlich auch über diese ganze Übung, die ja durch unsere untere Katastrophenschutzbehörde initiiert wurde. Und dementsprechend fliege auch an jedem Standort die Drohne, mache dort Aufnahme und so kann man auch das Bildmaterial von den jeweiligen Stationen in den Pressebereich im Prinzip bekommen, sodass auch die Presse einen Überblick bekommt, was heute auch wirklich überall passiert und dementsprechend die Öffentlichkeit halt auch ein bisschen informiert wird, was wir aktuell so an dem Samstag so erleben dürfen.